herzlich willkommen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Heute wird es lecker süß und fluffig. Wir machen Kokosschneebälle mit einer fluffy Vanillesahne. Gemeingefährliche Nachspeise. Ich sag's euch, das Rezept oder beide Rezepte jetzt in einer unterschiedlichen Konstellation sind aus meinem Kochbuch Vegane Ernährung für Einsteiger, das ich zusammen mit meinem Kumpel und Kollegen Nico Rittenau geschrieben habe. Mehr Infos unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das gerne mal an. Wir starten einfach mal direkt mit den Schneebällen. Super simpel. Ich habe hier vegane Kekse. Mache ja auch gerne Werbung dafür. Die sind von der Bolsener Mühle. Achtung, da sind nicht alle vegan. Ich nehme die, soweit ich weiß. Vielleicht haben sie es auch geändert mittlerweile. Aber ich schaue immer extra drauf. Ihr könnt aber auch jegliche anderen veganen Butterkekse, so trockenen Mürbkekse, die eine gute Grundsüße haben, verwenden. Und dann zerlegen wir die einfach mal ordentlich. So, nicht ganz super fein, aber so ein bisschen zwischendrin. Dann haben wir hier Kokosflocken. Da braucht man nicht alles. Also ein bisschen was brauchen wir nachher, um sie drin zu rollen. Zucker, ganz banal. Könnt ihr aber auch Süßungsmittel eurer Wahl verwenden. Und jetzt habe ich eigentlich noch zwei Zutaten. Das ist einmal ein leckerer Naturjoghurt. Der kommt mit dazu. Könnt ihr auch Quark nehmen. Und Kokosöl, schon ein bisschen flüssig. Also super fix gemacht, das vermischen wir jetzt einfach. Was ich noch ganz gerne mache, ist ein bisschen geriebene Zitronenschale mit dazu. Nochmal für ein bisschen Frische und ein Spritzer Zitrone schadet auch nicht. So, jetzt mischen. Und jetzt saugt sich das Ganze ein bisschen voll und ich packe es direkt ins Eisfach, dass es schnell anzieht, weil wir wollen Kugeln draus rollen. So, weiter geht's. Also einmal rösten wir ein bisschen die Kokosflocken an. Fürs Aroma. Und als zweites machen wir eine schöne Vanillesahne. Die ist auch sehr simpel. So, Zutaten. Eine gute vegane Sahne. Nehmt die, die ihr für lecker empfindet. Es sollte eine sein, die aufschlagbar auch ist in einer gewissen Art und Weise, denn wir wollen da wirklich so einen Schaum draus herstellen. Die ist jetzt von Provamel, das ist die Soja Cuisine, das ist die, die ich eigentlich am liebsten dafür verwende. Ihr könntet auch von Rama die aufschlagbare verwenden, würde auch gehen. Und dann gibt es noch eine für die Gastro von der Firma Plants, die finde ich auch ganz lecker. Das sind so die drei, zwischen denen ich so ein bisschen hin und her wechsle. Dann haben wir noch ein bisschen Milch, egal welche, Zucker, Stärke, Vanille gemahlen, ein bisschen Butter und ein bisschen Karottensaft für die Farbe, weil Vanillesoße assoziieren wir ja immer mit der Farbe Gelb. Das kommt übrigens vom Eigelb, ganz klassisch, weil Eigelb zur Bindung verwendet wurde. Ganz simple Angelegenheit. So, letztendlich machen wir jetzt Folgendes. Wir machen den gleichen Ansatz wie bei so einem Pudding auch. Das heißt, ich nehme ein bisschen von der Milch und da rühre ich die Stärke mit rein. Da brauchen wir nicht alles. Da reicht die Hälfte davon. Im Rezept habt ihr es eh korrekt. Na, Zucker mache ich da mit rein. Ja, das passt eigentlich. Also Stärke Milch reicht vollkommen aus. So, dann sofort rein damit, Sahne und Milch. Bisschen Karottensaft, einfach, das macht ihr so, dass ihr halt eine schöne Eigelb
artige Farbe bekommt. Nicht zu viel, irgendwann schmeckt es natürlich auch nach Karotte. Ja, das passt ganz gut. Sich gut entwickeln, dann Zucker. Salz, ganz wichtig. Gute Prise. Bisschen Butter, denn eine schöne Vanillesoße hat auch immer ordentlich Fett drinnen und gemahlene Vanille in dem Fall. Ursprünglich nehme ich da eigentlich eine frische, ausgekratzte Schote her. Aber das Pulver hatte ich jetzt nur da, dementsprechend passt. So viel zum Thema Multitasking. Na, seht ihr selber, es ist ein bisschen dunkel geworden, aber ich hatte echt noch Glück. Sofort raus. War natürlich alles perfekt getimed, wundervoll angeröstet. Ne, da hatte ich jetzt echt Schwein, weil das war ca. 10 Sekunden vor schwarz. Aber in dem Fall alles super. Ein bisschen Glück braucht man auch. So, das muss jetzt mal ein bisschen aufkochen und einkochen, bevor wir das einrühren. Und dann habe ich eigentlich nur noch hier die Erdbeeren. Das sind gefriergetrocknete Erdbeeren und die pulverisiere ich. Kommen auch oben mit drauf. Ja, wunderschön. Die waren schon ein bisschen feucht. Also waren auch nicht mehr knusprig. So, sie kommen normalerweise, wenn man gefriergetrocknet kauft, knusprig aus der Packung. Aber irgendwann ziehen sie halt ein bisschen Feuchtigkeit. Da kann man machen, was man möchte. Das ist immer der Fall. So, und jetzt habt ihr hier vielleicht eh schon so ein komisches Gerät entdeckt, das ich hier rumstehen habe. Komisch in Anführungsstrichen, denn in meinen Augen ja grandios. Das ist ein sogenannter Sahnesiphon von der Marke Easy, ISI. Mache ich gerne Werbung dafür, arbeite ich seit vielen Jahren in der Gastronomie, arbeitet wirklich jeder und jede damit, das ist ganz normal, denn man kann einfach ganz wundervolle Schäume herstellen, aber einfach auch für schnell Sahne perfekt. Letztendlich haben wir hier ein Metallgehäuse, da gibt man dann die Flüssigkeit rein, in dem Fall nachher unsere Sahne und schraubt da, ich glaube CO2 ist es, Kapseln rein. Da, also ich kaufe immer die Sahnekapseln, ich weiß nicht, welches Gas es ist. Ich weiß, dass es ein zweites Gas gibt mit Kohlensäure drin. Da muss man aufpassen, kann man nämlich auch schön, was weiß ich, Früchte reinfüllen und mit Kohlensäure Infusion. Das ist so ein bisschen wieder die Shishi-Küche, funktioniert auch hervorragend. Man hat einmal dieses Gerät, ist nicht so günstig, im Bereich 100 Euro kostet es, glaube ich. Aber man kann wirklich über Jahre damit arbeiten, das ist ein ganz simpler Aufbau. Man hat verschiedene Aufsätze hier vorne, ist nicht bezahlt übrigens, ne? Ich bin einfach nur begeistert. Hinten schaut man dann die Kapseln rein und durch das Gas, das man dann reindrückt sozusagen, bekommt das Ganze diese Fluffigkeit und Schaumigkeit. Und das seht ihr nachher eh, wenn ich es raussprühe, ganz wunderbar. So, jetzt sagt ihr euch vielleicht, ja meine Güte, jetzt kann ich das nur kochen, wenn ich mir so ein Ding kaufe. Nein, könnt ihr natürlich auch anders machen. Und zwar nachher, wenn wir fertig sind und ihr die Sahne dann ein bisschen auskühlen lasst und nochmal mit dem Schneebesen, könnt ihr das genauso mit dem Pürierstab ein bisschen luftig ziehen oder mit dem Schneebesen nochmal luftig aufschlagen. Ihr kriegt nicht exakt das gleiche Ergebnis hin, aber es ist trotzdem mega lecker und fluffy, also no worries, geht auch ohne. Aber für alle, die ganz gerne sich gutes Küchenspielzeug zulegen und vorhaben, in der Richtung ein bisschen mehr zu machen, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So, das denke ich passt hier schon. Dann gehen wir jetzt hier mal mit dem Stärkewasser mit rein. Stärkemilch, besser gesagt. Dann nochmal einmal aufkochen, dass die Stärke abbinden kann. Und das war es eigentlich auch schon. So, perfekt. Probiere ich nochmal, ob es schmeckt. Ja, wie immer, einfach nur mega.
Salz habe ich echt grenzwertig rein. Ich bin ehrlich. Aber es passt noch wunderbar. Ne? Aber es hat diese Grund wie bei einer salzigen Karamellsoße. Fast ein bisschen weniger. Also haltet euch ans Rezept. Dann ist alles gut. So. Dann schauen wir mal, wie es aussieht mit unseren Schneebällen, ob die sich schon rollen lassen. Normalerweise halbe Stunde bis Stunde sollte im Kühlschrank völlig ausreichen, aber ich denke, hat geklappt. Ah ja, passt schon. Bisschen weich noch. Wir haben es noch umgefüllt. Probieren wir jetzt einfach. Ja, also es ist schon formbar. Optimal. Lasst es noch ein bisschen länger drinnen, dann zieht es noch besser durch oder über Nacht, ist eh gut. Kann sein, dass wenn ihr es lange drin habt, das zu fest wird. Also was heißt zu fest? Dass das Kokosöl einfach stark abbindet und dann müsst ihr es halt einfach nochmal 10, 20 Minuten heraus stehen lassen. Dann könnt ihr es wieder weiter verarbeiten. Ich brauche nochmal ein kleines Schüsselchen oder einen Teller. Ja, ist noch ein bisschen zu weich, aber passt schon. So. Also zu weich auch im Sinne von, wenn es ein bisschen fester ist, ist es auch schöner zu essen. Das ist ganz klar. Aber fürs Video völlig in Ordnung jetzt, damit ihr das seht. Also eine schöne große Kugel. Die setze ich auch direkt hier. Nee, ich wollte die andere Schale nehmen. Ach komm, mach mal zwei. Das ist jetzt die ganz simple Variante, ne? Also wirklich nur Vanillesahne, bisschen Erdbeerpulver plus die Schneebälle. Sehr, sehr lecker, aber auch, wenn ihr da eine Kombination macht, noch mit frischen Früchten. Das heißt jetzt hier bei dem Erdbeerpulver eignen sich natürlich frische Erdbeeren super. Aber ihr könntet genauso auch ein paar Orangenfilets mit dazu anrichten, so ist im Rezept und. Also es gibt einfach verschiedenste Möglichkeiten. Schmeckt mit Frucht auf jeden Fall nochmal eine Liga besser. So, wichtig ist, wenn ihr damit arbeitet, es kann halt sein, dass hier durch irgendwas so ein paar Klümpchen mit reingekommen sind und deswegen sollte man das eigentlich immer noch mal durchpassieren, denn das könnte die Düse verstopfen. Am besten auch lauwarm, also ist jetzt noch fast ein bisschen zu heiß, aber dieses Sieb ist auch dabei bei dem Set und der Trichter auch. Seht ihr, da sind so ein paar Klümpchen drin, auch die Vanille hängt da so ein bisschen drin und das könnte die Düse einfach ein bisschen verstopfen. Und dann ist es doof, weil dann hängt da ein bisschen und dann gebt ihr mehr Druck drauf und auf einmal geht die Kanone los. Habe ich natürlich nur gehört, ist mir noch nie passiert. Die Creme, wenn da was überbleibt, weil es schon relativ viel ist, jetzt auch von der Portionsgröße, sprüht die danach auch oder wenn ihr es luftig gezogen habt mit dem Schneebesen oder Pürierstab, packt die sofort in ein Gefäß und stellt die in den Kühlschrank, weil durch die Stärke bindet das auch ab und wird fest. Das heißt, ihr bekommt eine ganz wunderbare, fluffige Vanillemousse kriegt ihr da eigentlich raus. Das ist wie, als wenn nochmal ein neues Gericht entsteht dabei. Also auch wichtig, dass ihr es warm weiterverarbeitet, weil sonst wird es einfach fest. Und dann schafft es das hier auch nicht. So, den Rest, den kratze ich einfach selber zusammen. Da wird nichts weggeschmissen. So. Wunderbar. Dann auch aufpassen, es ist natürlich heiß. Da kann man sich auch ganz nett verbrühen. Und ich mache jetzt auch direkt zwei Kapseln rein. Dann ist auch besser, man dreht die Kapseln rein und lässt dann wiederum ein bisschen ruhen. Aber
Das skippe ich jetzt alles. Wo ist jetzt Nummer 2 hin? Danke. So, haben wir noch ein sauberes Küchentuch da, damit ich mir die Pfoten nicht verbrenne. Danke. Weil die sind schon ganz gut hitzestabil, aber das ist mir zu viel. Da gibt es auch noch so einen Überzug, damit das nicht passiert. So, dann schauen wir mal, ob das klappt oder ob es noch zu heiß ist, aber sollte. Am besten auch so einen kleinen Tester immer. Ja, wunderbar. Direkt drauf. Seht euch das an. Heiße Vanillefluffsahne. Allein das schon, wie das da drüber läuft, da flippe ich jedes Mal förmlich aus. Also das flasht mich wirklich zutiefst. Kleines Sieb bräuchten wir nochmal. Na, ist schon da. Vielen Dank. Ja, wenn das ganz trocken ist, funktioniert es definitiv besser. Oh, da könnte ich komplett ausflippen hier. So, fertig ist der wundervolle Fluff. Na, welches ist schöner fürs Foto nachher? Welches willst du? Das oder das? Das fürs Foto? Dann esse ich das. Da kenne ich nichts. Ich bin so frei. Für euch opfere ich mich jetzt. Magst du da auch mal, schaut euch das an. Bisschen drehen. Ist auch schon schön gestockt. Hält auch super. Ich habe es bis jetzt 3-mal gemacht und jedes Mal flasht mich das wirklich so dermaßen. Das ist einfach so eine perfekte Kombination. Jetzt die Kugel noch ein bisschen zu warm. Wenn die noch Kühle hat, mit der warmen Vanillesahne außen, ein paar Früchten dazu, ist der absolute Ober-Mega-Hammer. Da werdet ihr sicher alle Menschen vom Hocker hauen. Und ja, probiert es bitte aus. Sonst verpasst man einfach was. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren. Lasst es euch schmecken und ich freue mich auch auf ganz viele Kommentare, wie es angekommen ist bei euch. Danke für eure Zeit, fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.